Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 Schuhfarming-Projekt und eben vollweg, sorry nochmal wegen der letzten Folge, Internetausfall, kann ich leider nichts für, höhere Gewalt, aber wir machen jetzt hier an dieser Stelle weiter und ja, die Liv kam damit überhaupt nicht klar, die ist gerade weggerannt und braucht jetzt erstmal Zeit für sich. Und jetzt schauen wir weiter, was hier passiert. So, Herr Friedrichsen. Ja, Herr Friesi. Also ich kaufe Ihnen das irgendwie nicht so ab, dass das Ihr Sohn ist. Papa. Junior. Ja. Lass ihn gehen an Arbeit. Also, Fakt ist mal eins, bevor der... Einen Moment. Hallo? Herr Breezy, Bayer hier. Ja, moin, Herr Bayer. Herr Bayer, machen Sie schnell. Sie haben ja freundlicherweise Ihren Möchtegern in Anführungsstrichen Verwandten aus dem Knast geholt, habe ich gehört. Während meiner Abwesenheit. Wen habe ich aus dem Knast geholt? Ihren Verwandten. Ich hatte dem Herrn Bayer vorhin eine WhatsApp geschrieben. Nur mal so, Herr Freezy. Wir haben die Daten jetzt abgeglichen. Das ist so nicht ganz richtig. Aufgrund dessen müssen wir jetzt wieder mitnehmen, weil die Person, die Sie uns genannt haben, die gibt's gar nicht. Deswegen, wo ist der? Der steht vor mir aktuell. Ich habe mal mitgehört. Ich komme. Herr Bayer. Ja? Ganz kurz, ich habe ihn nicht aus dem Knast geholt, der lief hier auf dem Feld rum. Ja, das ist wohl wahr. Achso, ich habe die Info bekommen, dass das irgendwie ein Familienmitglied von Ihnen sein sollte. Ja, das ist ja wohl wahr, ja. Aber das ist aber so nicht so wahr, finde ich. Ach, das müssen Sie erstmal nachweisen. Habe ich gemacht, deswegen komme ich jetzt vorbei und hole ihn wieder ab, also tschüss. Am besten kommen Sie vorbei, genau. Der kann sich auf was gefasst machen, Leute. Ich habe, seitdem ich Urlaub habe, auf YouTube Anwaltsdinger geguckt. Die mache ich gleich fertig, wenn er hier ankommt. Was er darf, was er nicht darf. Papa, was ist los? Keine Sorge, mein Sohn, alles also, gut. Also, wie gesagt, Herr Friesi, ich hatte ihn das ja nicht abgekauft. Police, deswegen habe ich dem Herrn Bayer meine WhatsApp so nebenbei geschrieben. Lass doch mal erklären, wie er das abgeglichen hat. No, Police, ja. Sie bleiben jetzt mal da. Alles gut, Junior, Papa. Alles gut. Papa, Hilfe. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Bayer, wie geht's Ihnen? Also, ich bitte mal bitte den Herrn hinterhalb vorzutreten. Sie werden wieder in Gewahrsam genommen aufgrund nicht feststellbarer Identität. Nein, bitte. Herr Bayer, was ist denn, warum müssen Sie ihn denn festnehmen? Weil die Identität von diesem Menschen nicht feststellbar ist und bis das festgestellt wird, aber ich dachte, diese Person in Gewahrsam zu halten. Ich dachte, Sie haben es festgestellt, weil es ja angeblich ja nicht mein Sohn ist. Na, nicke Festerhalte. Wir haben die Daten, die Sie uns gegeben haben, abgeglichen. Diese Daten sind nicht vorhanden. Aufgrund dessen können wir die Identität dieser Person nicht feststellen. Aber was für Daten habe ich Ihnen gegeben? Ja, Sie haben zu mir gesagt, das ist der Federico. Nein, wie war's? Ferdinand? Nein. Giuliano? Entschuldigung. Ja, hab doch ich nicht gesagt. Mein Name ist Giuliano. Ja, genau. Und da haben Sie gesagt, ach, das ist ja mein verlorener Sohn, der Giuliano Freezy. Genau, und dann haben wir mal ein bisschen nachgeforscht und meines Erachtens, Herr Freezy, haben Sie gar keine Kinder. Wow. Und erst recht kein, der Giuliano heißt und aus Italien kommt. Wie gesagt, der ist mir ja verloren gegangen. Papa. Herr Freezy, wollen Sie mich jetzt für blöd verkaufen, oder? Aber Herr Freezy, ich habe Sie doch letztes Mal schon gesagt. Herr Bayer, Herr Friedrichsen, ich erzähle Ihnen die Geschichte. Passen Sie auf. Es war einmal vor langer Zeit. Ich hatte Urlaub in Italien gemacht, hab da eine süße Alte kennengelernt, bin dann auch dort. Da lag der Freezy brettelbreit. Und dann hatten wir ein kleines Techtelmechtel, das war nichts Ernstes. Können Sie bitte reimen, Herr Freezy? Ehrlich gesagt, ein One-Night-Stand. Und ich bin dann aber trotzdem dort geblieben, weil ich halt meinen Sohn kennenlernen wollte. Auf dem Bahnsteig, weil wir nach Deutschland fahren wollten, meine Mutter besuchen. Es hat geregnet, wir sind in den Zug eingefahren und haben leider das Kind auf dem Bahnsteig vergessen. So haben wir ihn verloren, aber jetzt ist er ja wieder da. Er hat mich gesucht über Jahre hinweg. Kann ich bestätigen. Siehst du, Herr Bayer. Das ist so nicht ganz richtig. Und wenn Sie das so zu Protokoll geben, spricht ja nichts dagegen, dass wir den Herrn mal mitnehmen können, den Herrn Junior Freezy. Zumal das Alte mir schon sehr komisch vorkommt, weil dann sind Sie ja relativ früh Vater geworden, oder Herr Freezy? Ja, sicher. Ich war 12, okay. Sie war 36. Okay. Ich wusste damals nehmen, was ich kriegen konnte, wissen Sie. Wie heißt denn diese Dame? Alles klar. Sie kommen damit bitte mit, gell?
mitkommen. No. Mitkommen. No. Nichts, no, mitkommen. Sie hieß Josefine. Jetzt fällst du wieder ein. Josefine Mützenbacher. Sie. Eine Josefine aus Italien. Ja, Josefine Mützenbacher. Mützenbacher. Eine Josefine Mützenbacher aus Italien. Ja. Sizilien. Mhm. Sizilien, genau. Moment, kurz, ich klär's mal ab. Ups. Hast du neue Tretan oder was ist da los, Bayer? Kenne ich aus dem Comic. Eine rote Figur. Flash Gordon. Er hat so viel Flash geguckt. Das ist hier Batman vs. Superman. Aber, Herr Friesi, man verliert doch ein Kind nicht so wie ein Autoschlüssel. Also, das ist doch. Das kann doch mal passieren, ich war 12. Nein, das kann nicht passieren. Herr Friedrichsen, ich war 12 Jahre, da bist du mit den Gedanken woanders. Ja, und ich glaube auch, dass ihr verlorener Sohn sich da super dran erinnern kann mit 2 Monaten oder so. Natürlich. Ja, Freule. Herr Friesi. Scheiße, ja. Also ich habe jetzt mal abgeglichen, die Person ist in Deutschland überhaupt nicht bekannt mit so einem Namen und für das Weitere kann ich die Person ja trotzdem mitnehmen, weil ich würde dann mal die italienischen Kollegen fragen, ob es eine, ja genau, eine Italienerin mit deutschen Namen gibt. Genau. Josefine Mützenbacher, verdammt nochmal. Ja, Josefine Mützenbacher aus Italien. Ja, ist auch meines Erachtens ein altrömischer Name, so wie ich das in Erinnerung habe. Die war in den 70er, war die ein Hit. Gut, Sie kommen jetzt bitte mit. Entweder so oder ich muss Sie leider mitnehmen mit Zwang. Oh, okay. Dann abmarsch. Gehe mit. Sie sollen nicht schleichen, Sie sollen gehen. Ich gehe ein bisschen schneller. Ja, noch schneller. Hopp, 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 hopp. Dann schiebt man sie mal an. So. No. Nimm deine Wichsegriffel von meiner Popo. Ich werde Ihnen gleich meine Wichsegriffel zeigen. Einsteigen jetzt. Herr Bayer! Hinten einsteigen. Herr Friesi, was gibt's denn? Sie können doch nicht wieder meinen Sohn mir wegnehmen. Ich habe ihn gerade erst wiedergefunden. Papa. Genau. Giuliano. Meines Erachtens hätten Sie dann vielleicht mal die Vaterschaft beantragen sollen für diesen verlorenen Sohn. Ich wusste ja nicht, wo er war. Ja, aber Sie haben ihn doch, er ist doch auf die Welt gekommen. Das macht man bei der Geburt, Herr Friesi. Ich die Vaterschaft anerkennen von dem Kind, oder nicht? Ich war 12, sie war 36. Das ging alles heimlich im Wald. Ja, und wie wollen Sie denn mit 12 ein Kind zeugen? Ja, hallo, ich war früh. Sind Sie frühreif oder was? Ja, aber sowas schon. Ja, haben Sie mit 9 hier, was weiß ich, wie das heißt, gehabt, also, oder wie? Also mit 9 schlug die Pubertät bei mir an. Hey, Papa stand früher in die Saft. Ja, ja, Papa ist sonst wo, ne? Italiano Polizia Marketing Nackige. So, Herr Friedrichsen, und jetzt? Ja, brauchen Sie noch was von mir? Nee. Gut, weil dann würde ich mal. Dann würde ich mal weiterziehen, soweit. Ja, und ich fahre hoch zum Landhandel. Gut, die Fotos vom Fotoshooting lasse ich entwickeln und dann schicke ich die Ihnen zu, ja? Ja, alles klar, danke, Herr Friedrichsen. Gut, tschüssi. Tschüss. Hier ist was los. Ich glaube, ich habe mich da schon wieder in Ärger reinverwickelt. So. Fahren wir erstmal mit dem Deutz hoch zum Landhandel und dann schauen wir mal, was da abgeht. Ole? Jo. Ja, das war schon gut. Was war das? Schlafkontrolle oder was? Es war Kontrolle, ob mein Mikrofon funktionierte. Ich habe gerade ein bisschen Angst bekommen. Achso, okay. Ole? Jo. Wie läuft die BGA? Läuft da alles? Ja. Wir. Ich spiel mal. Stecher, bist du auch da? Jo, anwesend. Leute, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Geld zur Seite packen. Kommt denn nur schon wieder?
Hast du einen Polizist verprügelt oder was? Nee, überhaupt nicht, aber kann auch kommen. Ja, wir müssen gucken, weil es werden bald viele Höfe umgebaut, ne? Die fangen ja jetzt bald an. Und das müssen wir alles bezahlen. Ja, die Pelletfabrik ist prall gefüllt momentan. Ja. Also da oben haben wir eine große Menge an Geld quasi bereit liegen, falls wir das dann benötigen. Okay. Sozusagen unsere Sparkasse. Also kann man so sagen, ja. Ja, ich meine nur, ne? Nicht, dass wir nachher da stehen und keine Kohle da ist. Wir müssen dran denken, dass der Stecherhof umgebaut wird, mein Hof plus BGA. Und ich weiß nicht, was plus der Pferde, die Pferdeanlage von der Lift kommt ja auch. Und das alles. Da wird eine dicke, fette Rechnung auf uns zukommen, dass wir jetzt vielleicht weniger Geld ausgeben. Aber Chef, ja? Wenn so viel umgebaut wird, dann hätte ich gerne einen neuen Teppich in meinem Container. Die weißen Flecken, die müssen mal weg da. Ole, du kriegst keinen Container mehr. Du kriegst was viel Schöneres. Aber einen neuen Teppich. Einen Wohnwagen. Ja. Ich will einen neuen Teppich, das reicht. Der klebt schon. Ich werde jetzt beim Landhandel, werde ich wohl noch eine Investition machen. Und das ist ein Futtermischwagen. Weil wir können nicht alles dazu kaufen, das wird zu teuer. Wir müssen ein bisschen was von unseren Sachen nehmen. Das stimmt. Müssen wir ein bisschen mehr anbauen, aber, ne? Ja, der Ringeler hat auch angeboten, dass wir seinen Kuhstall kaufen. Ja, das wäre ein bisschen reichlich Arbeit, vom Gewinn her schon, aber von der Arbeit her... Keine Ahnung, es wird ein bisschen stramm. Also meint ihr, dass wir das erstmal nicht machen sollen, oder was? Ich denke mir, das wäre ein bisschen stramm im Moment, will ich sagen. Ja, die Frage ist, was macht er damit, wenn wir den nicht ankaufen? Ja, weil grundsätzlich liegt er ja auf unserem Grund. Ja, wenn das nicht wird, das wahrscheinlich so verkaufen und das war's. Er kann ja nur die Kühe verkaufen, der Stall ist ja auf deinem. Naja, der wird den Stall verkaufen. Den Inhalt des Stalls verkaufen. Die Kühe wird er verkaufen. Ja. Und wenn wir sagen, wir übernehmen einfach irgendwie 20 Kühe oder so, nicht mehr. Genau, nur ein Teil davon, ja. Aber nicht den kompletten Stall. Damit der Stall quasi in Betrieb bleibt und nichts kaputt geht da. Dass wir den einfach quasi auf Sparflamme betreiben, irgendwie mit so 20 Kühen, hätte ich gesagt. Genau, das würde ich auch sagen. Das verschaffen wir auch locker. Okay. Wäre jetzt so meine Idee. Da würde ich eher hingehen und ein paar Schafe wegmachen bei dir. Nee, ich will die Schafe ein bisschen umlagern. Das hatte ich jetzt heute vor. Dass wir da ein paar Schafe rausnehmen, bei uns in den Stall reinschmeißen. Und die Schweine werde ich drastisch reduzieren. Ah, das ist okay. Gut. Ja, wie gesagt, ich habe mal mit dem Herr Bär gesprochen. Der verkauft alle männlichen Schweine, bis auf eins. Der hält nur weibliche. Ja, ja klar, weil die weiblichen ja auch nur das genau, gewinnen. Genau, und die männlichen, die fressen ihm die Haare vom Kopf, hat er gesagt. Er hält immer nur die weiblichen. Der Rest kommt sofort weg. Okay. Deshalb hat er auch so guten Umsatz. Der hat mich schon extremst aufgeholt mit seinem Schweinestall. Ich habe mich letztes Mal in der Kneipe mit dem unterhalten. Er hat extrem aufgerüstet da. Ja. Für die Zeit, die der erst da ist, ja. Der war ja vorher beim Landhandel. So lange hat er den Stall ja nicht, ne? Also den Hof. Ja. Der hat extrem aufgeholt. Der verkauft immer nur die männlichen, oder was? Ja, ja, immer. Ich weiß nicht wie oft, auf jeden Fall. Sobald Nachwuchs kommt, guckt er direkt, was es ist und dann alles männliche weg. Bis auf eins. Also bis hier sein Zuchteber, ne? Den Zuchteber behält er, dann machen wir das doch auch. Genau, ja. Machen wir das doch genauso. Ja. Macht ja eigentlich Sinn. Ja. Das ist richtig. Harry. Fritzel steht gerade neben. Ja, warte, Fritzel! Wie viel Kredit soll. Wer? Fritzel ist gerade hier. Ja, geht ja. Ja. Was will der? Fritzel, komm mal her. Miguel ist am Funk. Oh, mein Moment. Hallo? Komm her, steck mal ein. Jo, hallo? Ja, wir haben geschlossen. Ja, ich wollte ja auch nur die Primus eben hochbringen. Weil ihr sagt, ich soll die hochbringen. Die habe ich jetzt hochgebracht und steht da. Die Primus ist schon oben? Die habe ich jetzt oben, ja. Alles klar. Kannst du mir gefallen, du? Kommt drauf an. Kannst du kurz beim Gunda anrufen, den Faul? Warum? Sag ihm einfach, das mit der Primus hat sich erledigt. Hä?
Also, vielleicht könntest du den Gunter anrufen und sagen, mit der Bremus, das hat sich erledigt. Okay. Warte auf jeden Fall dir 1500. Aber wolltest du die abholen lassen oder was? Ja, wir wollten die holen lassen, weil sie keiner gebracht hat. Ach so. Wir haben gedacht, du hast vergessen, deswegen. Nee. Haben wir gedacht, wir lassen sie fix abholen. Ach so, ne, die steht. Um die Reparatur durchzuführen, dass sie so schnell wie möglich wieder einsatzbereit ist, natürlich, ne? Ja. Die steht oben schon. Okay, kannst du trotzdem den Kunden? Ja, klar. Kannst du auch machen. Oder ich, mach du. Ich rufe ihn wohl an, ist überhaupt kein Problem. Ah, das ist nett von dir. Hm. Ja, überhaupt kein Ding, ne? Ja, kein Thema. Gut, dann machen wir die Bremus wieder flott, dass die eventuell morgen. Na, müssen wir morgen in der Früh machen, dass sie so gegen vielleicht später Vormittag wieder einsatzbereit ist. Ja, alles klar. Vormittag, Mittag, irgend sowas. Ja, genau. Das passt. Ja. Nee, gut. Reparaturfreigabe haben wir bis 50.000, 100.000 oder? Was? Die Reparaturfreigabe. Nee, Alter, sag mir so, warte, dann guck erst mal nach und dann rufe ich an, was das kostet. Ja, wir machen es meistens mit den Kunden, ist es immer so, dass wir bis zum Betrag X eine Reparaturfreigabe haben. Ja, machen wir bis 5.000. 50.000, okay. 5.000! Was? 5.000! Ne? Der gewünschte Gesprächspartner ist vorübergehend nicht zu erreichen. Harry? Ja, Fritze? Bis 5.000. Mehr nicht reparieren. Dein Telefon klingelt, Fritze. Hallo? Der Empfang war weg. Ja, alles klar. Ja. Gut, alles klar. Habe ich alles so notiert? Passt. 5.000, ne? 5.000. 5.005, gefolgt von 3 kleinen süßen Nullen. Hast du 2 Kinder noch, oder was? Ey, der lag mit der Geist aber jetzt einfach so zack, Bumm raus, Mara. Da konnte ich gar nichts mehr machen. Da war das, da. Okay, 5.000, ja? Ja, bitte. Uiuiui. Ja, war groß. War gleich Spaß, ne? Also, das war schon anders frech, das ist ja wohl klar, ne? Ja, das ist klar. Aber den konnte ich nicht mehr abfangen. Ja, alles gut. War gerade nicht möglich. Weiß nicht wie, aber der war schon über die Zähne drüber, als ich noch zuschnappen wollte. Ja, nee, alles gut. Alter! Alles gut. Ist das Schlittering in dem Traktor? Ich weiß nicht, was da los ist, ich brauche hier einen anderen Traktor. Du, so, sag gut, mal. Alles klar, Primus, zack, das und, ja. Ja, was soll ich sagen? Hör mal, schulde ich dir noch irgendwie Geld? Übel viel sogar. Das kann nicht. Warum? Wie kommst du da drauf, dass du mir Geld schuldest? Also. Nee, ich schulde dir doch nichts mehr. Wir sind doch. Privat oder dem Landhandel? Den Landhandel? Die privat? Kann ja sein, du willst deine Schulden endlich mal begleichen von früher. Von früher? Was steht denn da noch offen? Lange Rede ohne Sinn. Was meinst du denn jetzt genau? Ja, weiß ich nicht. Ja, hast du bestimmt irgendwas wieder nicht bezahlt, oder? Nein, das ist es ja. Ich gehe davon aus, dass alles bezahlt ist. Aber hast du den Kompost bezahlt? Den Kompost hatte ich bezahlt, ja. Du wolltest wohl noch was runterbringen, sagtest du. Weiß ich nicht, ob du das gemacht hast. Das schaue ich mir gleich an. Nee. Aber das war's. Wie viel hast du denn da bezahlt? Weißt du das? Irgendwas knapp mit 100.000. Ja, nee, das hat gepasst. Dann... Nee, ne? Wüsste ich was? Ich wüsste auch nicht was. Also, die gehen, also, es schwebt da so herum, dass angeblich Mischfutter noch irgendwas nicht bezahlt wurde. Aber meines Erachtens wurde alles bezahlt, weil wir das immer gemacht haben, nachdem ich runtergefahren bin. Ja, du hast einmal 42.000 Liter geholt. Genau, und die hatte ich auch sofort bezahlt. Hast du noch mehr geholt? Nee, danach nicht mehr. Da hast du 21.000 bezahlt. Genau. Ja, das ist korrekt. Nee, okay, gut. Dann alles super. Gut. Lässt du den Deutsch gleich da? Warum? Ach so, den lasse ich dir wirklich da. Könntest du hinten Radgewichte draufbauen, bitte? Radgewichte, ja. Auf die Reifen, ja. Ja, okay, alles klar. Jo, nee, das... Wo bist du denn überhaupt, wenn ich mal blöd fragen darf, weil ich bin am Landhandel? Also, ich sitze hier mit Harry auch am Landhandel. Wir sind hier am Kraftwerk. Harry sitzt neben mir. Was? Der schlechte Schätz. Nee, der muss mir zeigen, wie das Mikrofon hier funktioniert. Ja, was muss der machen? Der muss mir zeigen, wie das Mikrofon hier funktioniert. Was für ein Mikrofon? Ja, hier, ein Mikrofon meine ich hier, Walkie-Talkie, hier, du weißt, was ich meine. Aha. Ja. Komm, wir aber fix, warte mal, ich leg mal auf, ich bin gleich am Kraftwerk. Jo, alles klar. Ja. Harry! Was ist, Fritze? Dein Chef kommt. Ja, und? Okay. Oder nix.
Wollt ihr nur gesagt haben? Den Feierabend. Na dann. Aber dann, sitzt doch drinnen und guckt. Ja, ich bin mal bei der Stadt, ne? Ich muss ja wegen dem Credit, Harry. Ja, warte mal. Ja, nee, komm, hüpf rein, da fahr mit. Du hast ja sowieso Langeweile, hab ich gehört. Ja, es ist Feierabend. Hüpf rein jetzt, das ist ein Einsitzer. Und was warum denn du... Ist das ein Einsitzer? Einsitzer. Und warum bist du da mit meinem Deutz unterwegs? Ja, wegen Probefahrt. Mach dich nicht kaputt. Probefahrt. Ja, mach dich nicht kaputt. Dann nehme ich von dir einen Fan mit. Nichts gibt. Ja, ich muss auch runterkommen. Ja, dann lauf. Harry! Nee. Darf ich seinen Privatwagen nehmen? Nein. Harry. Nein. Sein Fahrrad? Nein. Ich nehme jetzt irgendwas. Ich muss Probefahrt machen. Wenn du irgendeine Probefahrt machst, ja, was bei dir irgendwo Probefahrt. Oh, kann ich den hier mitnehmen? Nein. Doch, den nehme ich jetzt mit. Nein. Harry! Oder ich rufe den dann bei an. Harry, warte. Alles gut. Da steht dann! Oh, sag mal, ist das noch meins? Nein. Ist aber der Kerl ist noch meiner. Ist auch nicht deiner. Ja, Harry! Ich muss. Angriff, warte, ich muss ihn aber... Ah, nein, Harry! Harry, warte, komm. Jetzt. Ich bin schon am Schreiben. Harry! Jetzt sei mal nicht so, Harry! Harry! Komm, ey, Harry! Wir können uns doch einigen! Ja. Harry. Jetzt auf zu simulieren, bist du bescheuert? Ah. Hör bloß auf damit. Harry. Hilfe. Harry. Hilfe. Ey, Harry, hör mal auf! Ich hab doch gar nichts gemacht! Hab dich doch nur ein bisschen mit Wasser nass gespritzt! Johannes! Hilfe! Bist du bescheuert? Johannes, Hilfe! Harry, jetzt. Du bist so benutzt! Harry, jetzt hör mal auf! Hilfe! Das war doch nur ein Witz! Oh nee! Was ist denn hier los? Johannes, Hilfe! Harry, was ist denn los? Der simuliert nur! Der hat mich tätlich angegriffen mit dem Kerscher. Guck mal, ich bin bald schnass und die Lanze habe ich auch in die Seite gekriegt. Oh, ja. Herr Bär, das stimmt so nicht! Herr Freezy? Herr Bär! Den haben wir ja schon verständigt, aber irgendwie kommt keiner. Ja, die wissen, dass hier nur gelabert wird. Also. Herr Freezy, das geht ja so nicht. Ich habe ihn nur ein bisschen nass gespritzt, es ist Sommer. Ich habe auch echt bitte Angst. Aber da ist auch ganz schön Druck drauf auf dem Kercher, das tut ganz schön wehtun. Ach, also. Ich stand einen Meter weg. Hab ja blaue Flecken hier auf der rechten Seite. Harry, sonst ja, alles mal. Gut oder brauchst du noch einen Krankenwagen? Ja, wird keine Anzeige aufgeben. Was, Harry, Alter? Harry, können wir das nicht anders regeln? Das war doch ein Witz. Ach. Warte mal, mein Telefon klingelt. Harry! Hallo. Hallo, Herr Hafer, bei hier. Herr Bayer, kommen Sie schnell. Was ist denn passiert? Tätlicher Angriff. Der Herr Fritzl hat mich mit dem Kerscher komplett nass gemacht. Und Hochdruckkerscher wohl gemerkt. Ich habe gerade blaue Flecken, die sich bilden. Und er hat mich mit der Lanze erwischt. Aber dann reden Sie von einer Körperverletzung, weil tätlicher Angriff wäre, wenn Sie Polizeibeamter wären oder... Gut, da habe ich ein bisschen was verwechselt in der Aufregung. Ich bin auf dem Weg. Brauche Hilfe. Harry. Sie haben das Recht, auch den Herrn Freezy festzuhalten, ne? Bis ich eintreffe. Johannes. Halt den Fritzl mal bitte fest. Herr Bär, ich verspreche nicht, ich renne nicht weg, ich bleib hier. Okay, gut. Harry, Alter, was soll denn der Quatsch jetzt? Das ist so übel. Harry, du übertreibst. Ich hab dich nicht mal mit der Lanze getroffen. Ich hab dich nass gemacht. Ja, aber du. Alter, ey. Harry, was soll denn das? Echt nicht zu fassen. Fritzl, wir haben uns so gut verstanden. Wir hatten so ein gutes Freizeit. Deswegen habe ich gedacht, jetzt. Wir können Spaß machen. Ich wollte nur nasspritzen. Es ist Sommer. Früher jetzt Sommer, es ist warm. Ich dachte ein bisschen. Nur weil er mit deinem Deutz weggefahren ist, musst du da wirklich so raus ablassen. Und das noch an mir. Ich bin nicht. Nein, Harry, ich bin nicht mal sauer. Alles gut. Hey, Harry! Unfassbar.
Bin zu schockiert. Ja. Herr Friesen, mal ein bisschen Abstand halten, nicht, dass hier noch irgendwas passiert. Was? Danke, du Alter. Was heißt denn hier noch etwas? Oh nee, ey. Ich hab's ja nicht gesehen, aber... Gott sei Dank. Vorsicht ist besser als nach. Hallo, meine Herren. Hallo, ja, Herr Friesi, Sie gehen jetzt mal bitte mal von dem Motorreiniger weg. Boah, gehen Sie mal nach links hier, genau, da bleiben Sie jetzt mal stehen hier. Da, was ist passiert? Also, Herr Bayer, wenn Sie ein Stück schneller kommen, müssen Sie nicht so schreien. Herr Bär, können Sie mal bitte den Herrn Friesi im Auge behalten? Ja. Ich bleib hier, ich renn nicht weg. Ja, Herr Hafer. Herr Bayer, ich muss Ihnen das mal von Anfang an erzählen. Der Miguel macht brauchen Sie erstmal medizinische Hilfe. So weit geht's, bin ja kein Waschlappen. Aber es tut halt weh. Aber... Ja, etwaige Schadensersatzansprüche, wenn Sie hätten, dann müssten Sie sich schon ärztlich begutachten lassen, wenn es mehr... Dann bitte rufen Sie nur dort. Was? Okay, Moment. Ey, Herr Bayer! Harry! Ich telefoniere kurz, ne? Ey, unfassbar. Da bin ich sprachlos, was hier gerade abgeht. Am Boden zerstört. Harry, du quatsch nicht so eine Scheiße, Alter. Oh. Da, RTW ist am Weg. Dankeschön, Herr Bayer. Also Herr Bayer, es war wie folgt. Der Miguel, ja, der macht ja gerade eine Probefahrt, weil wenn wir Maschinen einnehmen, machen wir natürlich eine Vor- und Nachfahrt mit den Maschinen, um wirklich zu sehen, wie und was. Und da ist der Miguel halt mit seinem, mit dem Fritzl, seinem Deutz losgefahren. Und Fritzl wollte dann hier sich also ein Gefährt nehmen. Erstens sein Privatauto von Miguel, da habe ich gesagt, nein. Dann wollte er hier den IHC nehmen, da habe ich auch gesagt, nein. Dann rennt er hier zu dem Kerscher hin. Ich wusste ja nicht, was abgeht, bin hinter ihm her und dann hält er voll mit Hochdruck auf mich, bin batschnass, gucken Sie mich an, hier die rechte Seite, die zieht. Und es wird ja schon, ja, sehe ich schon, ja, Moment. Also ich bin ja auch fassungslos, wir hatten uns ja Moment. In der letzten Zeit so gut verstanden. Au! Au, Entschuldigung, warten Sie mal kurz, können Sie sich hinstellen oder geht es nicht? Ja. Komm mal, Moment, Vorsicht. Alles klar. Dann das nicht, der Kercher hier, ne? Ja, ja, genau. Hatten uns auch so gut verstanden in letzter Zeit. Gerade echt fassungslos. Boden zerstört. Verstehe ich. Also, gesagt, Zeugenbelehrung mussten Sie mittlerweile aussehen, ich kann Herr Hafer. Ja, leider. Somit sind Sie als Zeuge belehrt. Herr Bär, haben Sie den Vorgang gesehen? Nein, leider nicht. Also, ich habe nichts dazu gesehen. Ich habe nur Harry gehört, wie er hier bimmernd um Hilfe gerufen hat. Mhm. Mehr habe ich dazu nicht gesehen. Ich bin dann von da hinten gekommen und da war alles schon passiert. Okay. Herr Friesi, Beschuldigtenbelehrung muss ich mir bei Ihnen, glaube ich, auch, kann ich mir auch sparen, oder? Ja. Wollten Sie auch schon ausgedruckt auf Ihrem Nachtkästchen haben? Wir sind somit als Beschuldigter belehrt. Gut, dann warten wir jetzt mal kurz auf den RTW und dann würde ich dann mal kurz den Herrn Friesi befragen. Ah, gut, meine Leute, meine lieben Freunde, während wir jetzt hier warten, bis der Herr Schlosser komplett da ist und wie es hier weitergeht in dieser Schauspielerei hier, das alles in der nächsten Folge. Ich sage tschüss. Ach, und bis zum nächsten Schauspielerei. Mal. Haut rein. Jetzt sagt mir jetzt alle tschüss, wenn ihr schon hier reist. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss.